So, einen schönen guten Abend. Mittlerweile zum fünften Mal darf ich euch oder darf einer von unserem Team euch willkommen heißen zum Playoff Talk bei Sporttotal TV hier auf unserem YouTube-Account. Und vorweg sei schon gesagt, wenn ihr Fragen habt an unsere Gäste, an mich, falls es da was gibt, dann stellt die gerne in die Kommentare. Wir versuchen die dann in der Sendung, entweder wenn es passt oder hinten raus als Fragerunde mit aufzunehmen. Also seid Teil der Sendung. Und ja, ab in den Chat mit euch. So, wir wollen jetzt aber direkt einsteigen in den Playoff-Talk. Wir sind mittlerweile schon gut fortgeschritten in den Serien bei den Herren und auch bei den Damen und schauen erstmal auf das, was sich bei den Herren getan hat. Die sind nämlich schon in den Halbfinals, haben die ersten Halbfinalpartien gespielt und da haben sich ja schon wieder dramatische Sachen abgespielt. Also Friedrichshafen gegen Lüneburg beispielsweise. Lüneburg 2-4. Mit zwei Sätzen vor. Friedrichshafen dreht das Ding am Ende noch, gewinnt relativ souverän dann hinten raus noch den fünften Satz. Allerdings für die Friedrichshafener nach dem Auftakt in Bühl jetzt schon das zweite Mal, dass man so ein bisschen in Hintertreffen geraten ist. Wird sehr spannend werden, wie es da noch weitergeht. Zweite Partie hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen dabei gehabt, nämlich Düren 3-1 gegen Berlin. Die Berliner wurden ja mittlerweile von vielen unserer Gäste bisher als Favoriten genannt auf den Titel, weil sie es irgendwie schaffen, immer dann, wenn es um Titel geht, auch wirklich ihre Höchstform abzurufen. Gegen Düren in Spiel 1 hat das nicht so hingehauen. Also Düren 3-1 führt die Serie jetzt an gegen Berlin und da sind wir auch gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir auf die Damen, die haben seit unserem letzten Talk haben die ihre Viertelfinalserien komplett absolviert. Und wir haben Aachen gegen Dresden gesehen. Ein klareres erstes Spiel, 3-1. Und dann 2-0-Führung der Dresdner im zweiten Spiel sah es schon nach einer klaren Nummer aus. Aachen hat sich nochmal zurückgefightet, hat auf 2-2 gestellt. Dresden konnte die Serie dann aber noch im zweiten Spiel für sich entscheiden. Was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich mit einer Dresdnerin. Schauen erst noch auf die weiteren Partien. Stuttgart vermeintlich den souveränsten Eindruck gemacht gegen Straubing. 2x3-0 gewonnen, also glatt durchgegangen da durch die Serie ohne Satzverlust. Schwerin-Suhl, das war eine sehr, sehr spannende Serie. Nach dem Auftaktsieg der Suhler, den wir schon teilweise besprochen haben am letzten Donnerstag, haben die Schweriner das in den im zweiten und im dritten Spiel dann doch noch hinbekommen, haben die Serie für sich entschieden. Und die letzte Serie, die ja leider komplett auf Sport 1 lief, Potsdam hier 2x3-1 gegen Witzwieburg, auch am Ende souverän durchgekommen. Folgende Halbfinalpaarungen ergeben sich dafür, über die wir auch gleich sprechen möchten. Einmal Potsdam gegen Dresden, der vierte hier gegen den ersten der Hauptrunde. Und natürlich der zweite und dritte gegeneinander, Schwerin gegen Stuttgart. So, die ersten beiden Plätze in der Hauptrunde, die wurden belegt vom Dresdner SC und von Allianz MTV Stuttgart. Und von beiden Teams haben wir uns jetzt Spielerinnen eingeladen. Und die begrüße ich jetzt mal ganz herzlich. Und da haben wir einmal vom Dresdner SC Lena Stegrum. Hallo Lena. So, und weil wir uns dachten, eine Lena reicht eigentlich nie, haben wir uns noch eine Lena dazu geholt. Und das ist Lena Große-Schachmann von Stuttgart. Hallo Lena. Hallo. So, ich glaube, damit das immer klar ist, sage ich einfach Lena Dresden und Lena Stuttgart, damit jeder weiß, wer angesprochen ist. Lena Stegrum, fangen wir mal mit dir an. Du hast ja in deinen 9 Jahren, die du in Witzwieburg gespielt hast, hast du schon immer mal wieder an Titeln geschnuppert oder sie geholt, sprich ein Pokalsieg, was in Finals dabei, Playoff-Halbfinals auch mehrmals gespielt. Ist es aber jetzt, du bist jetzt in deinem dritten Jahr mit Dresden, ist das jetzt die größte Chance für dich, den Titel zu holen bisher? Ja, ich würde schon so sagen, auch ist meine Rolle natürlich anders als in meinen Anfängen für Witzwieburg, als ich dort bei solchen Spielen dabei war. Das ist natürlich eine ganz andere Situation mittlerweile. Und wir haben uns nicht umsonst diesen Hauptrunden ersten Platz geholt und haben gezeigt, was in uns steckt und wollen das natürlich jetzt weiter mittragen in die Playoffs und den Rückenwind beibehalten. Und ja, klar, also natürlich wollen wir das Halbfinale gewinnen. Und ich denke, sobald man einmal in einem Finale steht, will man auch das natürlich gewinnen.
daher würde ich sagen, ist das definitiv meine größte Chance auf die deutsche Meisterschaft, die ich bisher hatte. Die erste Serie für euch jetzt 3-1, 3-2 gegen Aachen gewonnen. Wir hatten hier am Donnerstag die Leonie aus Aachen dabei, sehr sympathisch, die aber auch sich kämpferisch gegeben hat und gesagt hat, wir werden all in gehen, wir werden alles geben. Da war das erste Spiel gespielt, 3-1, und sie hat quasi angekündigt, die wollen das hier mindestens nach 3 Spielen erst entschieden haben. Hat man dann am Ende auch gemerkt, dass Aachen da um jeden Punkt gefightet hat, oder? Absolut, die sind wirklich genauso aufgetreten, wie die das prophezeit hat. Wir hatten die ersten 2 Sätze eingetütet und dann ist uns im dritten das ein bisschen davon geglitten. Aachen hat wirklich auch hervorragend gespielt, muss ich sagen. Haben wahnsinnig viel Druck gemacht in allen Elementen, haben abgewehrt, was geht. Das war wirklich, ja, auch Volleyball vom Feinsten über viele Strecken hinweg. Und ich bin einfach froh, dass wir in den wichtigen Momenten dann im 5. Satz die Coolness hatten, den Willen hatten, das durchzubringen und am Ende wir als Sieger vom Platz gingen. Für die Zuschauer war es auf jeden Fall eine ganz tolle Angelegenheit. Für euch kann ich mir vorstellen, aber hinten raus dann nicht mehr so toll, wie ihr gedacht hattet. Ist wahrscheinlich immer schwer zu sagen, aber kann man davon sprechen, dass ihr vielleicht nach den ersten 2 Sätzen so ein bisschen in den Energiesparmodus geschaltet habt? Ich glaube, das macht man nie als Leistungssportler, weil man genau weiß, und wir wussten auch, Aachen spielt gut, die haben uns schon im ersten Spiel gefordert und das haben wir definitiv nicht aktiv gemacht oder dass wir das mit Absicht gemacht haben. Natürlich muss ich sagen, wir waren nicht mehr so frisch nach unseren 4 Spielen, auch in 10 Tagen. Das natürlich auch, das hat bestimmt auch was damit zu tun, aber in so einem Playoff-Finale ist das alles, Viertelfinale ist das alles eigentlich nebensächlich. Also man muss in dem Moment leben und durchgehen und ja, wie gesagt, haben es über phasenweise dann nicht mehr geschafft, aber haben es in den wichtigen Momenten dann wieder auf den Platz bekommen. Und ich glaube, der Erlösungsschrei und Jubel nach dem letzten Punkt war, glaube ich, sehr aussagekräftig, wie wir uns gefühlt haben. Absolut. Also da geht es dann natürlich auch schon für ein Top-Team, das ihr ja auch seid, geht es dann natürlich auch darum, die Körner eventuell zu sparen, weil ein Spiel mehr oder weniger, das kann dann schon mal was ausmachen. Du hast es auch angesprochen, ihr habt jetzt viele Spiele hintereinander gespielt in kurzer Zeit. Das macht auch mit dem Körper was. Kommen wir mal zu Lena Stuttgart, beziehungsweise erstmal zu dir persönlich. Deine Saison war jetzt die erste in deiner Heimatstadt quasi, da wo du groß geworden bist, aber halt für die erste Mannschaft. Also du bist ja ausgebildet worden in der zweiten Mannschaft, hast da jahrelang gespielt und bist dann über den Umweg Straubing dann doch noch in der ersten Mannschaft gelandet. Ist da ein kleiner Traum für dich in Erfüllung gegangen im letzten Sommer? Ja, also es war auf jeden Fall ein großer Schritt, von Straubing nach Stuttgart zu gehen. Und ich habe mich natürlich gefreut, nach Hause zu kommen, zu meinen Freunden, Familie, auch wenn jetzt Corona das jetzt nicht so erlaubt hat. Aber ja, schon schön, daheim zu spielen. Wie beurteilst du die erste Saison? Also ich glaube, du sagst, ein großer Schritt, wenn man nach Stuttgart geht, dann heißt das eigentlich, man spielt um Titel mit. Man will gewinnen, wo man mitspielt, auch eben als amtierender Meister, der ihr ja noch seid. Wie verlief die Saison aus deiner Sicht? Also ich denke, dass wir prinzipiell eine gute Saison gespielt haben bisher, aber klar, also wir hatten auch unsere Auf- und also Tief- und Hochpunkte und ja, in den Playoffs jetzt ist alles neu gespielt. Ja, es war dann vielleicht auch so ein bisschen die Ironie des Schicksals, dass der Gegner, den ihr dann zugelost, beziehungsweise es war ja kein Los, ist ja im Turnierbaumsystem, der Gegner, den ihr dann bekommen habt, dass das eben dein vorheriger Arbeitgeber war, Straubing. Ist das extra Motivation oder tat es dir dann fast ein bisschen leid, gegen die alten Kolleginnen zu spielen? Also ich habe mich natürlich gefreut, auch wieder nach Straubing zu kommen, aber gerade Straubing hatten wir in der regulären Saison, haben 3-0 verloren gegen die. Und ja, deswegen war es auf jeden Fall kein einfaches Los und ich bin stolz aufs Team, dass wir es so gut durchgezogen haben. Ja, ihr habt einfach zweimal 3-0 gewonnen. Ihr seid das einzige Team in der Viertelfinalserie, das komplett ohne Satzverlust durchgegangen ist ja schon auch eine kleine Ansage jetzt an die Konkurrenz, oder? Ja, es hätte auch ganz anders kommen können. Wir haben zum Glück Straubing nie ins Spiel kommen lassen, sodass es wirklich eine Gefahr hätte werden können. Und ja, gut gespielt, würde ich sagen.
Definitiv gut gespielt. Es ist ja eh so, dass in dieser Saison vier Mannschaften da oben sind, die am Ende in einer Range von 10, 11 Punkten waren in der Tabelle. Aber wenn es dann zu direkten Duellen kam, dann ging es mal in die Richtung. Lena Dresden, ihr spielt jetzt gegen Potsdam im Halbfinale. Als Erster kriegt ihr den vermeintlich schwächsten verbliebenen Gegner, die Potsdamerin auf 4. Aber ist das wirklich so ein schwacher Gegner? Ich meine, die Hauptrundenduelle, einmal 3-0 gewonnen, einmal 3-0 verloren, das geht mal komplett in die Richtung, mal komplett in die Richtung. Kann man da überhaupt von einem Favoritenstatus dann noch sprechen? Ja, total schwierig diese Saison, weil es wirklich verrückt gelaufen ist, schon in der Hauptrunde. Wir waren eigentlich so mit das einzige Team, was relativ souverän, sage ich mal, die Pflichtsiege geholt hat. Aber gegen die Top 4 war es ja ein Tag der, ein Tag der. Und ich glaube, jetzt stehen die vier Teams auch in den Halbfinals, die konstanteste Leistung über die Saison hinweg gezeigt haben und damit auch verdient. Und ja, ich habe von Anfang an gesagt, eigentlich ist es egal, wen wir zugelost bekommen, weil es kommt vor allem darauf an, wie wir spielen. Und wenn wir unsere Tagesform, unsere Bestform aufs Spielfeld bekommen, ist es eigentlich egal, wer drüben steht. Deswegen, jedes Team, was jetzt im Halbfinale ist, ist ein super Team und hat verdient, da zu stehen. Und ich glaube, es wird in jedem Spiel einfach die Tagesform und der Wille entscheiden. Und das wird, glaube ich, super spannend. So wahrscheinlich dann auch im anderen Halbfinale. Lena Stuttgart, da kommen wir wieder zu dir. Ihr habt die Schwerinerin. Ich glaube, das ist nicht weniger schwer als das, was Jelena mit Dresden vor sich hat. Ihr habt ja auch euch an Schwerin teilweise die Zähne dann auch schon ausgebissen in dieser Saison. Habt dann das letzte Hauptrundenspiel 3-0 verloren gegen Schwerin. Dann gegen Dresden wiederum habt ihr dann das Topspiel kurz vorher 3-0 gewonnen. Wie siehst du diese wechselnde oder nicht vorhandene Konstanz da oben, dass jeder mal gegen jeden gewinnen kann? Ich denke, das ist so, wie Lena gesagt hat. Es ist wirklich abhängig von der Tagesform. Die Motivation ist eine große Rolle. Und ja, ich denke, man hat gesehen, wir haben in Schwerin gewonnen, wir haben zu Hause gegen Schwerin verloren. Also ja, das Halbfinale wird spannend auf alle Fälle. Jetzt ist es so, dass ihr als am souveränsten quasi durchgegangen seid mit 2x3-0 und Schwerin wiederum am unsouveränsten, wenn man das so sagen kann. Also ein Spiel und einen Satz lang hatten die mächtig Probleme mit Suhl, haben das erste Spiel verloren, dann auch den ersten Satz im zweiten Spiel. Ab dann wurde es dann souverän und sie haben es 3-1, 3-0 in den letzten beiden Spielen dann noch geregelt. Aber glaubst du, dass Schwerin vielleicht aktuell so verwundbar ist wie sonst nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Schwerin hat immer im Pokalfinale, wenn es drauf angekommen ist, die Leistung gebracht, die sie bringen mussten. Und gerade gegen uns werden sie top motiviert sein. Und ich denke, das hat mit dem Viertelfinale nicht viel zu tun, wie sie gegen uns antreten werden. Ich möchte einmal, Lena Dresden, mit dir vielleicht gerne, möchte ich einmal die Parallele ziehen rüber zu den Männern. Denn da sind ja mittlerweile auch schon die ersten Halbfinalpaarungen gespielt. Ihr habt mir im Vorgespräch verraten, ihr verfolgt es beide auch ein bisschen, was bei den Männern so vor sich geht. Und da ist es so, dass Friedrichshafen ein bisschen parallel zu Schwerin auch im ersten Spiel die Probleme hatte mit Bühl, hat das erste Spiel verloren. Hat es dann noch relativ souverän gedreht und jetzt schon wieder der Auftakt gegen Lüneburg haarscharf nochmal, 3-2 gewonnen, aber auch wieder die ersten beiden Sätze verloren. Lena Dresden, wie ist das aus deiner Sicht? Überwiegt da mehr, dass du sagst, das ist ein Top-Team, die haben das gezeigt, die haben sich zurückgekämpft, trotz schwieriger Situationen und das macht sie dann nur umso stärker und nur umso mehr einen Favoriten auf den Titel aus ihnen? Oder sagst du, die haben als Einzige gezeigt, dass sie schwächeln und das macht sie eben weniger zum Favoriten? Nee, ich denke, das sind jeweils ein bisschen andere Situationen. Ich glaube, Friedrichshafen hat ja auch nochmal vor nicht allzu langer Zeit in der Quarantäne festgesessen und das macht natürlich auch was mit einem Team und man weiß, wenn man der schlechtere Platzierte ist, dann ja, schmeißen die alles rein und geben alles und kämpfen, bis die umfallen. Und da muss man auch erstmal gegenhalten als Favorit. Und der Rolle sind sie jetzt gerecht geworden, auch wenn es ein knappes Spiel war. Und ich denke, dass sie das jetzt auch wiederum
ja, nach Hause bringen, sage ich mal, einfach mit der Erfahrung, mit dem Selbstbewusstsein und sich darauf zu konzentrieren, was sie können. Aber ja, ich denke, es wird wieder ein Kampf sein. Vermute aber, dass Friedrichshafen am Ende vielleicht doch ein bisschen noch mehr Qualität im Kader hat, um das Spiel im Endeffekt dann für sich zu entscheiden. Was von unseren Experten und Spielern, die wir schon die letzten Wochen hier hatten, immer wieder genannt wurde, war, dass Berlin so der Favorit jetzt Nummer eins auf den Titel ist, weil sie es eben immer schaffen, auf den Punkt genau da zu sein, wenn die Playoffs anstehen, wenn es um Titel geht, dass sie dann da sind in den K.O.-Spielen. Das hat uns Dirk Westphal letzte Woche bestätigt, der das mit den Netzhoppers am eigenen Leib erfahren musste, wie er sagte, wie stark die Berliner sind. Und es haben aber auch schon vor ihm einige gesagt, dass die Berliner jetzt so der Titelfavorit sind. Lena Stuttgart, jetzt haben die 3-1 gegen Düren verloren. Heißt das, dass eigentlich Düren der Nummer-1-Titelkandidat ist? Friedrichshafen geschwächelt, Düren gewinnt das direkte Duell gegen Berlin. Hat diese auch in der Hauptrunde in der Tabelle bezwungen? Ich weiß jetzt nicht, ob Favorit, aber das Spiel gegen Berlin, die haben da schon sehr stark aufgespielt, sind mit voller Energie ins Spiel gegangen, haben sich auch in so einen Flow gespielt und bei Berlin lief jetzt nicht so viel, wie ich das mitbekommen habe. Aber die spielen am Mittwoch in Berlin und ich glaube, Berlin hat das Glück, dass sie 800 Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Und dann kommt es drauf an für Berlin. Also da müssen sie auf jeden Fall gewinnen. Ja. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit. Kommen wir wieder zurück zu euch. Vielleicht erstmal Lena Dresden. Wie sieht jetzt die Vorbereitung auf die Spiele aus? Wie viel Training habt ihr jetzt noch, beziehungsweise aufs erste Spiel? Wie viel Training habt ihr jetzt noch? Wie ist das mit den Reisen? Wie werden da die nächsten Tage für euch aussehen? Also ich hatte bereits gesagt, dass unsere Kraftreserven ein bisschen erschöpft waren nach dem Spiel am Samstag. Deswegen haben wir jetzt erstmal auch, glaube ich, folgerichtig 2 Tage komplett frei bekommen, haben nur Physio gemacht und uns erholt, regeneriert. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, weil das Halbfinale wird sehr, sehr hart und da brauchen wir alle unsere Körner. Und ja, ab morgen geht die Vorbereitung los, eine ganz normale Trainingswoche, wie man das vor jedem Spiel auch in der Hauptrunde macht. Potsdam ist zum Glück ja nicht so weit von uns, das heißt, wir fahren Freitagnachmittag los, schlafen die Nacht im Hotel dort und sind dann Samstag bereit für das erste Spiel in Potsdam. Wird dann noch besonders viel auf den Gegner geschaut in so einem Playoff-Spiel? Also unter der Saison macht man das sicher oft, weil man die Mannschaft noch nicht so kennt. Aber ihr habt jetzt mittlerweile schon zweimal dann gegen Potsdam auch gespielt. Weiß man da jetzt mittlerweile, wo die Stärken liegen? Oder bereitet man sich nochmal genauso vor, als wäre es das erste Spiel gegen diese Mannschaft in der Saison? Natürlich nicht so, als wäre es das erste, sondern noch viel genauer, weil du ja viel, viel mehr Datensätze hast von all den Spielen. Und ich glaube, eine unserer ganz großen Stärke ist, dass Alex ein sehr, sehr großer Taktikfuchs ist und wir wirklich immer sehr gut vorbereitet sind und alles über den Gegner wissen. Klar, der Plan ist immer nur so gut wie seine Umsetzung im Endeffekt dann. Aber ja, wir werden wieder taktisch perfekt eingestellt sein, denke ich, und da auch im Training Sachen anpassen, die wir im Spiel dann auch so machen wollen. Also da sind wir schon auch gegnerfokussiert, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch unsere eigenen Stärken und auch Schwächen jetzt aus dem letzten Spiel, die wir nochmal uns angeguckt haben und daraus auch nochmal Lehren ziehen, was wir noch besser machen müssen. Also es ist eine Kombination aus beiden. Lena Stuttgart jetzt. Ihr habt jetzt die Neuauflage des 2019er Finals. Letztes Jahr gab es ja keins. Ja, das heißt, einige deiner Kolleginnen kennen diese Tour Stuttgart-Schwerin schon. Wir haben einen Kollegen in der Übertragungsfirma bei uns, der sagt, immer wenn ich Stuttgart-Schwerin fahren muss, das ist immer eine Tour. Lena, wie sieht das bei euch aus? Wie ist das mit Anreise? Weil das ist ja schon eine Strecke, die ihr da immer zurücklegen müsst dann, ne? Beziehungsweise zum Glück für euch nur einmal. Ja, wir sind in der Saison ja schon hochgeflogen damals. War ein sehr wilder Trip, weil das war mit Schnee und Wetter. Also nicht so schön. Dieses Mal fahren wir schon am Donnerstag hoch, werden halt hier noch trainieren und dann fahren wir los. Aber ich habe schon viel gehört, dass es ganz lange und ganz anstrengend sein soll. Aber ja, haben wir was, das ist Nummer 1 Voraussetzung. Und Nummer 2 ist dann, wie beschäftigt man sich? Was machst du? Schläfst du? Liest du? Hörst du Musik? Spielt ihr was? Also hauptsächlich
schauen wir Netflix oder spielen auf der Switch gegeneinander. Dann mal reden, mal schlafen. Alles dabei. Lena Dresden, wenn ihr jetzt nach Potsdam fahrt, lohnt es sich, die Switch überhaupt aufzubauen? Bei uns hat leider keiner eine Switch, muss ich sagen. Das muss ich definitiv mal bemängeln. Aber ja, bei uns sieht es ähnlich aus. Ganz unterschiedlich. Die einen ruhen lieber, die anderen sitzen im Normatec für Regeneration. Aber wir haben dieses Jahr auch wirklich ganz viele, die Lust haben, Spiele zu spielen. Also hocken wir auch oft hinten im Bus und spielen zusammen Spiele. Ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Ich spiele auch ganz gern. Aber ich muss dazu sagen, ich muss auch nicht ganz oft von Stuttgart nach Schwerin fahren und wieder zurück. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben ja den Zuschauern die Möglichkeit gegeben, auch selbst Fragen zu stellen. Wir haben bislang nichts reinbekommen. Wenn es noch Fragen gibt von den Zuschauern, dann stellt die gerne jetzt rein. Ich versuche hier noch mit ein paar Worten das Ganze zu überbrücken, um euch Zeit zu geben, irgendwas einzutippen. Lena Dresden nochmal. Ihr habt Schwerin im Halbfinale gehabt, im Pokal. Ihr seid dann rausgeflogen. Gibt es irgendwas, was du Lena Stuttgart jetzt vielleicht als Tipp mitgeben kannst, worauf sie auf jeden Fall achten müssen? Ja, ich glaube, um gegen Schwerin gewinnen zu können, muss Stuttgart einfach ihr bestes Volleyball spielen. Viel mehr Tipps kann ich nicht mitgeben. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Jedes Team ist so ein bisschen unterschiedlich, unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber ja, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht mein Geld auf jemanden wetten wollen. Musst du auch nicht, ich glaube, ist auch illegal. Ich glaube, wenn du beteiligt bist, darfst du auch gar nicht wetten. Falls du es doch machst, ja, ich sag's sonst keinem. Lena Stuttgart, ihr habt eben die Potsdamerin im Halbfinale gehabt. Empfiehlst du Lena Dresden auch das beste Volleyball zu spielen? Ja, ich denke, das würde auf jeden Fall helfen. Weil ich denke schon, dass wenn Dresden da voll motiviert mit Elan reingeht und ihr gutes Volleyball spielt, dass das gut für sie ausgehen kann. Ja, top. Noch viel topper, wenn man das so sagen kann, ist, dass tatsächlich ein paar Leute die Gelegenheit genutzt haben, während ich so fantastisch überbrückt habe und Fragen gestellt haben. Und zwar Joachim Bla, sehr kreativ der Nachname, der fragt, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Vielleicht erstmal Lena Dresden. Eine sehr persönliche Frage, wow. In 5 Jahren, das ist eine lange Periode. Ich sehe mich auf jeden Fall glücklich und zufrieden mit den Entscheidungen, die ich bis dahin treffe. Und ich bin jemand, der immer sehr im Moment lebt und den genießt. Und ja, so ganz spezifische Zukunftspläne, glaube ich, möchte ich gar nicht beim Playoff-Talk teilen. Nö, alles gut. Wäre auch verrückt, wenn wir jetzt irgendwie eine neue Vertragsunterzeichnung hier ganz spontan heute Abend hätten verkünden können. Lena Stuttgart, willst du irgendwie eine Vertragsunterschrift verkünden, eine neue oder sowas? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich bin kein Mensch, der so weit vorausplant, tatsächlich. Und deswegen habe ich da keine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Gibt's irgendwie so persönliche Ziele, die du dir gesetzt hast? Ich meine, du bist noch relativ jung, genauso wie Lena Dresden, aber du stehst noch viel mehr am Anfang deiner Karriere. Ich denke mal, Thema Nationalmannschaft kommt da auf, Titel gewinnen, was ja die andere Lena schon geschafft hat. Ich denke, das sind so Sachen, die grob mitschwingen, oder? Ja, also momentan ist mein Ziel und das Ziel meiner Mannschaft, den Titel zu holen, ja. Das ist eine sehr logische Antwort. Das ist eine sehr logische Antwort. Ich will hier nochmal nachsteuern. Darf ich nochmal meine Antwort überdenken? Ja, natürlich. Also in 5 Jahren, bis dahin war 2024 und das ist eins meiner ganz, ganz großen Ziele und auch der Nationalmannschaft, weil du es gerade gesagt hast, dort die Teilnahme bei Olympia zu schaffen. Das ist definitiv eins meiner großen Ziele im Leben und ich glaube, das kann ich auch sehr gerne mit allen, die zuhören, teilen. Ich und alle anderen danken es dir, dass du so persönlich warst, jetzt diesen geheimen Wunsch zu teilen. Und ich glaube, da spreche ich auch für alle Zuschauer, dass wir uns das genauso wünschen, dass das wieder klappt mit der Olympia-Qualifikation und vielleicht ja auch dann mit 2x Lena im Team.
Das wäre ja auf jeden Fall eine gute Sache. Oder, Ena Stuttgart? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Okay, ich sehe schon, du willst einfach nur den Titel holen dieses Jahr. aber ich glaube, das will die andere Lena auch. Deswegen, für dich haben wir noch eine Frage, habe ich gesehen. Und zwar von... haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. So, okay. Keine Frage mehr. Das heißt, dann bleibt mir eigentlich nach einer guten halben Stunde nur euch viel Erfolg zu wünschen für die Spiele. Gar nicht mal für den sportlichen Ausgang, sondern dass es gute Spiele werden, dass wir alle Spaß haben. Und euch persönlich kann ich schon sagen, dass ich euch wünsche, dass eure persönlichen Ziele in Erfüllung gehen. Bei Lena Stuttgart ist es nur der Meistertitel dieses Jahr. Alles andere steht vollkommen hinten an. Und euch beiden wirklich alles Gute. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier heute Abend ein bisschen zu quatschen. Und wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß. Vor allem, weil darum geht es ja, glaube ich, am meisten. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr so fleißig übertragt. Macht Spaß mit euch. Ja, ich schufte auch jeden Tag wie sonst was, das klappt. Und nehme ich gerne, aber gebe ich auch ans ganze Team weiter, hinter der Technik und so. Macht uns riesigen Spaß und es lohnt sich, wenn man sieht, was ihr da fabriziert. Das ist ganz toller Sport. Also vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank an alle Zuschauer, dass ihr dabei wart, dass ihr Fragen gestellt habt. Und ich denke, wir alle freuen uns auf Folge 6. Das wird mindestens genauso cool wie heute Abend. Vielen Dank euch und macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Tschüss.